Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei Komm mit in die Basilika. Heute wollen wir uns mal die harten Fakten angucken und in der Basilika zählen. Und wir sind eigentlich schon mittendrin, denn das ist nur einer von zwei Eingängen in die Basilika. Also, auf geht's! 159, 160, 161, 162. Ich zähle die Kassetten von der Kassettendecke da oben. 162 sind es. Außer die in der Apsis, die sind so schwer zu zählen, weil die so halb sind und abgeschnitten. Aber 162 im Schiff. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Aber warum liegst du da so auf dem Boden? Ja, es gibt eine neue Perspektive und erdet. Super. In der Basilika stehen 104 Bänke. Würdest du jeden Gottesdienst aus einer anderen Bank heraus erleben wollen, müsstest du also 104 Mal zum Gottesdienst kommen. 104 Sonntage bedeutet, wenn jedes Jahr 52 Wochen hat, du müsstest 2 Jahre lang jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. Nur falls dich das interessiert. Stufen gibt es auch jede Menge in der Basilika. Hoch zum Altar oder wieder runter, zur Kanzel hoch. Und dann natürlich in den Ausgrabungsbereich. Da gibt es 2 verschiedene Treppen. Die meisten Stufen, die findet man auf dem Weg nach oben zu unserer Eule-Orgel. Und das ist auch richtig anstrengend. 8 große Kerzen findet man in der Basilika. Die werden fast alle beim Gottesdienst angezündet. Für die Osterkerze braucht man eine extra Leiter. Die ist wirklich hoch. Der Leuchter hat Platz für 74 Kerzen und es gibt Tage, da brennen wirklich alle dort. Die Basilika ist 71 Meter lang und der Weg von der Tür bis zum Altar, da wo früher mal der Thron des Kaisers stand, der ist wirklich lang, mit Absicht. Die Menschen, die mit einer Bitte an den Kaiser kamen, sollten sich auf dem Weg immer kleiner und demütiger fühlen und der Kaiser dagegen, der sollte immer größer und mächtiger erscheinen. Deshalb sind übrigens auch die Fenster vorne im Apsisbereich kleiner als die anderen. Heute führt der Weg durch die Basilika zum Christus am Kreuz, zum auferstandenen Jesus. Und vor ihm brauche ich mich nicht klein machen, im Gegenteil. Jesus richtet mich auf und hilft mir zu erkennen, dass ich wunderbar gemacht bin und genau so kann ich zu ihm kommen.